sichere dir den Segen von El Capen. Capion. Capendonon. Keine Ahnung, was genau da steht. Rapenio, wie auch immer, das spielen wir jetzt. Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Genau. Voll, oder? Horizon hat mexikanisches. Du musst hier nach rechts. Und ich sitze hier okay. In der Zentrale fest. Ich füge es deinem Kalender hinzu. Also, die Folge wird im Übrigen direkt am Anschluss der letzten Folge aufgenommen. Dementsprechend habe ich noch das gleiche Auto. Nur, dass es jetzt halt wieder schön aussieht. Also ich habe nichts gesagt. Oh, ja, hier gibt es eine Gefahrenzone. Was muss ich hier machen? Also einfach nur ein Sprung. Ja, ich springe jetzt aber hier runter. Wow! Aua! Oh! Da sind die Rückspiegel ein bisschen, nicht die Rückspiegel, wie heißt das? Die Rücklichter ein bisschen mitgenommen worden. Es tut mir leid. Ich sehe gerade, wir müssen noch ziemlich weit fahren. Deswegen gibt es wie immer direkt zum Anfang der Folge einen Schnitt. Woo! Und da sind wir gegen den Baum gefahren. Cool. Leute, da vorne ist unser Ziel. Und es kam gerade im Radio, dass dieser El Champion, oder wie der heißt, ein Wrestler ist. Und jetzt mache ich mir Sorgen. Deswegen auch diese Wrestlermaske auf dem Vorschaubild, gell? Du hast dein Ziel erreicht. Das war vielleicht eine nicht so gute Idee. Du schaffst das, K-Storm, du schaffst das. Glaubt immer an euch selber, Leute, dann schafft ihr alles. Außer die Maus ist wie bei mir im Bild. Campeón Misterioso, eine Legende bei Lucha de Carreteras. El Campeón, darf ich dir den Superstar vorstellen, von dem ich erzählt habe? Okay. Ehole, das lief ja gut. Hä? Was? Das heißt, El Campeón wird dich trainieren, wenn du zeigst, dass du es auch verdienst. Ein Auto steht schon bereit. Ich muss... Also das Spiel macht Versprechungen und dann zerstört es sie wieder und fühlt sie anders aus. Du musst das Tempo hochhalten. Lucha de Carreteras geht um Geschicklichkeit, Tempo und Präzision. Ich krieg das hin. Lucha Libre ist das weltberühmte mexikanische Wrestling und Lucha de Carreteras ist die neueste Evolutionsstufe von Lucha und Rennsport. Okay. Wir brauchen also El Campeons Unterstützung für das Festival. Geh weg, Auto. Du hast Pech gehabt hier. Ah, das sieht cool aus, das Auto, muss ich sagen, mit diesen an den Seiten, diesen dicken Dinger über den Reifen. Das gefällt mir. Ich weiß auch nicht. Das Auto hat was. Das Auto vor mir aber nicht. Können Sie bitte weggehen? Dankeschön. Oh, und das ist so. Lange gerade. Ja, ich drück doch, mein Finger tut weh. Aua. Bitte lass mich gerade weiterfahren können. Hier irgendwie mit Driften oder so habe ich es nicht. Na klar, fahren wir. Was ist es? Ja klar, Aquaplaning. Das gibt's doch auch im echten Leben, oder nicht? Mexiko verehrt seine Lucha Libre-Helden. Deshalb brauchen wir unbedingt El Campeón. Aber wir haben immer eine Minute Zeit, wieder auf die 209 zu kommen. Und das sollte nicht so schwer sein. I think. Oh, aber nicht mit so einer Kurve da vorne. Du bist nicht so schlimm, wie du aussiehst, Mr. Kurve. Na, oder vielleicht doch. Warum darf ich hier nicht einfach gerade ausfahren? Tod erlitten. Gegenstände fliegen wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz, wenn ihr sie berührt und zurückspult. Auch cool. Okay, komm. Ich bin Profi. Das lag am Aussehen. Eindeutig. Nur die 2 Sterne? Gegen 2 Sekunden? Nö. Das ist komplett unfair. Trotzdem macht mir das Spiel Spaß. Ist das fies? Mann, das regt mich gerade total auf. Ich bin heute sowieso schon ein bisschen salty. Wir haben eine Englischarbeit geschrieben
Und die haben wir heute zurückbekommen. Und es war eine nicht ganz so gute Note. Ja. Von Professoren wurde mir gesagt, die Note ist super, ich soll mich nicht aufregen. Ich reg mich aber darüber auf. Könnt ihr das bitte mitfühlen? Ich habe eine 1,1 in Englisch geschrieben. Und ihr müsst jetzt alle bitte in die Kommentare schreiben, dass das eine schlechte Note ist. Dankeschön. Ihr werdet alle, ihr kriegt alle ein Herz von mir. Wer auch immer das schreibt, du kriegst ein Herz. Ja! Ach, jetzt wollte ich die Sonnenbrille. Aber den Ford Puma nehme ich auch. Oh, das da drüber hätte ich auch genommen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Okay. Automeisterung 1. Ich glaube, davon können wir uns nichts kaufen. Nee. Nee. Nee, so wie es aussieht nicht. Okay, aber im Fuhrpark werden wir ein neues Auto bekommen. Und zwar ein... Achso, ja, den Puma. Okay. Weil... Achso, die Automeisterung. Bion erwartet dich zu seiner Trainingseinheit. Da ist der Wheelspin, den wir gerade bekommen haben. Neues Auto haben wir erhalten. Ja, wohin führst du mich eigentlich? Achso, zur Fortsetzung der Mission. Ja, machen wir noch. Dann nehmen wir aber noch die 1000 Points hier mit und rammen hier das Vorderdach von irgendeinem Haus. Es tut mir leid. Was ist mit der Musik los? Wieso ist die nur rechts gewesen gerade? Seltsam. Ich muss nach links eigentlich, gell? Ich fahre auch nach links, komm. Wir haben Profi-Auto. Sollte machbar sein. Es kann doch nicht sein, dass der Baum hier nicht kaputt geht, wenn ich gegenfahre. Ganz ehrlich. Fahrt mal bitte, also jemand von euch soll das nachtesten, einer, nicht alle, bitte mal mit 200 km/h gegen den Baum fahren. Und dann soll er bitte gucken, ob der Baum noch steht oder nicht. Wenn er steht, dann habe ich nichts gesagt. Wenn nicht, dann ist doch gut. Dann habe ich, dann... Passt doch. Dann hat er Spielrecht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Na, eigentlich hier lang. Du fährst jetzt einfach da lang. Das wird schon richtig sein. Mann, ich sehe den Wald nicht mehr. Da sind zu viele Bäume im Weg. Aua! Kennt ihr auch das Problem, dass ihr irgendwas nicht seht, weil dieses etwas im Weg steht? Ich habe auch schon mal meinen Geldbeutel gesucht und habe dann meinen Geldbeutel hochgehoben, um zu gucken, ob mein Geldbeutel darunter liegt. Bin ich der Einzige, dem sowas schon mal passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich komme mir ziemlich dumm damit vor. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auch so ein Erlebnis hattet. Ist das ein Stoppschild? Jetzt nicht mehr. Haha. Wir sind ganz böse heute. Oh, hier gibt's. Das ist Baum. Ja, ich hab. Du sollst den Baum nicht hochfahren. Ich will eigentlich hier die XPs mitnehmen. Direkt vor mir anscheinend. Wo denn? Da! Nehmen wir mit und fahren zur Mission. Dieser BMW? Das ist der 2002 Turbo. Rarissimo. Komm gleich her. In 200 Metern hast du das... Zur Werkstatt müssen wir... Ist das eine Werkstatt? Oh, keine Ahnung. Okay, wir bremsen jetzt erstmal hier. Volles Kanonenrohr. Du hast dein Ziel. Weil der Wrestling-Typ möchte doch noch was mit mir machen. Du musst noch fleißig üben. Das würde ich jetzt noch machen und dann würde ich direkt zur nächsten Dings überspringen. Die ganzen kleinen Sachen kommen dann in extra Parts in der Zukunft. Aber erstmal wollen wir die Hauptstory machen. Drei Trainingsphasen. Ich erkläre dir die Regeln und alles. Sonst noch Fragen? Nee. Wenn ich zum Luchador werde, brauche ich doch eine Maske, oder? Pues sí, aber du musst sie dir verdienen. Oh. Wir hatten ja in der letzten Folge das Hühnchen-Outfit. Jetzt bekommen wir die Maske. Musst du dein Geschick beweisen. De Carreteras vereint el espectáculo des mexikanischen Wrestlings mit der Energie des Rennsports. Störe die Zäune, fahr über die Felder! Keine Sorge, die Farmer lieben Lucha de Carreteras. Ja, klar. Schön den Sprung hier hinten. Oh, bitte nicht. Ja, komm. Wir haben gleich die 10.000. Ja, fertig. Ich habe 11.000 Punkte.
kann ich das noch erhöhen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ganze sehr laut. Hier nehmen wir noch einen Baum mit. Nee, doch nicht. Ja, hier noch durchs Wasser oder wie? Ja, komm. Gibt bestimmt Punkte. Nehmen wir noch einen Baum mit. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, driften! Ja, war ganz gut, die 68.000 Punkte. Der Kampion scheint beeindruckt, aber als nächstes musst du deinen Mut beweisen. Haha. Mein Mut, was meint er damit? Lucha de Carreteras verlangt nicht nur Geschick, sondern auch Tapferkeit. Mal sehen, ob du das hier meisterst, Valiente. Ich schaffe das. Ja, sagst du. Sicher, vámonos. Ja, vámonos. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber vámonos. Oh. Hui. Wie denn? Keine Ahnung, wie wir das Tempo halten. Ah, wobei doch, ich habe das Tempo. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe das Tempo noch. Ob ich es hier noch hab, ja? Was war denn das Tempo? 130, gell? Was ist das denn? Hui! Ja, scharf nach rechts. Oh mein Gott, wir haben 5 Sekunden! Gib Gas, yo, bitte! Also wir haben so ziemlich 5 Sekunden Zeit, wieder auf diese 130 zu kommen, wenn wir einmal drunter sind. Yo, das wird der Tod, Leute. Gas für Ganas! Lass es nach der Rampe krachen! Ich sage euch jetzt schon, das wird nichts. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich weiß, das wird nichts. Und wir haben auch noch eine Zeit zu halten, nicht dein Ernst. Ja, komm. Oh, wobei, da vorne ist schon das Ziel. Wir wären noch im Zeitrahmen, oder? Oder ist das nur ein Checkpoint? Nee, Ziel. Okay, passt schon. Das sind die 3 Sterne, oder? Beweise El Campeón Misterioso, wie schnell du bist. Ja, sehr schnell. Ich gebe Vollgas, Leute. Da geben wir Vollgas, los! Vamos! Es ist genau. Der hat ein billiges Auto, als ob der irgendwas hinkriegt. Ziel ist Gewinn. Bleib auf der Strecke, ja? Listo? Ach, schummeln darf ich nicht. Was eine Erneuerung. Boah, der Rauch sieht so schlecht animiert aus, es tut mir leid, Leute. Der ist einfach pixelig. Das ist schlecht. Das da oben ist eine sehr schlimme Kurve. Seht ihr das? Also nicht die. Die ist voll okay. Ich meine jetzt die hier. Was ist das? Wer hat das entwickelt? Extreme Linkskurve. Nein, das ist doch nicht extrem. Was ist daran denn extrem? Hä? Oh, die habe ich sehr gut gefahren. Bin ich sehr gut gefahren. Wie auch immer. Wir haben wieder ein Zeitlimit oben links ungefähr. Wenn wir besser sind als das, kriegen wir die 3 Sterne bestimmt. Und die wollen wir ja auch. Ja, ich merke schon. Hier geht's. Oh, der war schlechter. Aber eine Minute haben wir noch. Eine Minute haben wir noch, Leute. Leute, das wird was. Ich sag's euch. Holt die Konzentration nochmal. Der Rudos könnte uns echt ein paar Sekunden sparen. Sie kennen die besten Abkürzungen. Okay, ich bin hier, ist eine Brücke. Unter der darf ich safe nicht durchfallen. Okay, das habe ich. Jetzt wieder Vollgas. Mal kurz auf die Karte gucken. Ah, er ist nicht so weit hinter uns, wie ich denke. Weil ich sehe nicht auf der Karte, deshalb. Okay, aber konzentrieren. Vamos, querfeld ein. Verpasst nicht die Kurve. Oh. Baum. Unfair. Dieser blöde Baum. Und ich wusste nicht, dass es nach links geht. Die Straße geht geradeaus.
Oh ja, oh ja, oh ja. Oh nee. Na, ja, wobei. Wobei hat er nicht den Vorteil hier, weil er so ein billiges Auto hat, was Offroad fahren kann. Jo, klar. Was ist das denn? Und der kommt da safe perfekt durch. Ja klar, komm. Also. Ich drück. Ja, wir hängen den easy ab. Das ist nicht das Problem. Ja. Da ist ein Tempel. Vielleicht solltest du bremsen, edler Herr. El Campeón Misterioso besiegt. Ich erwarte deine strahlende Zukunft. Yeah! Du hast zweifellos deinen Können bewiesen. El Campeón Misterioso ist bereit, dich zu unterstützen. Du trägst nun den Namen Toro Loco. Toro Loco! Ein Stern? Wegen 4 Sekunden? Ey, das. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Mit den 4 Sekunden? Doch! Hey, stop! Ist dein Verlanger? Du hast irgendwas beim Horizon, das ist mir egal. Ja, ich kauf das jetzt so. Schließen wir wieder. Gehen direkt in die Kampagne. Und machen in den Wilds weiter. Trete in die Fußspuren eines furchtlosen Entdeckers. Das klingt spannend. Das machen wir jetzt. Ja, Carmen wartet. Sag ihr, die Aufnahmen, die sie von mir gemacht hat, sind schön. Nicht schlecht. Was ist passiert? Ah, Fotomodus. Guck mal, da bin ich. Hallo. Der braucht eine Cap. Ich hoffe, man kann Caps in dem Spiel kaufen. Das würde ich nämlich auch nicht dazu. Hab heute Horizons Anwärter für die Ruhmeshalle gelesen. Wo muss ich hin? Ich denke, das hat Jamin geschrieben, aber er hat nicht unrecht. Wie steht der Anwärter zu einem neuen Abenteuer von Horizons? Dahin. Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt einen Schnitt brauchen, weil das ist direkt da vorne. Also. Komm zu mir, dann machen wir dich bereit. Das ist wirklich direkt hier vorne. Ich weiß nicht, warum da 3 Kilometer steht. Wir sind da. Hä? Du hast dein Ziel erreicht. Da ist bei mir nichts. Weird, I think. Okay, kann es sein, dass es vielleicht gar nicht existiert oder so? Ja gut, dann machen wir das nächste. Nimm das Horizon Wave Crash Team in Angriff. Das klingt spannend, das klingt nach Wasser, nach Abenteuer. Endlich! Darauf haben die Fans schon lange gewartet. Wird zum Zeitplan hinzugefügt. Ich hab's markiert. Bei nächster Gelegenheit. Das ist jetzt wieder eine größere Strecke, Leute. Da gibt's natürlich einen schönen Schnitt. Bis gleich. Jo, Leute, da sind wir wieder. Hier gibt's Wasserfälle und hier können wir nicht hochfahren. Wow. Aber hier. Hier gibt's auch so. Irgendwie so Einsiedlerwohnungen. Das sieht ganz cool aus. Und verbuggte Kamera mit XP-Punkten in unsere Tasche. Sehr schön. Und da vorne. Im Radio haben die gemeint, yo, der fährt jetzt ein Rennen gegen Jetskis. Und das Ganze ist ein Schaurennen, Leute. Das heißt, das wird ultra spannend. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Oh mein Gott, sieht das schon. Das fängt schon so episch an. Komm, let's go. Wir konzentrieren uns, wir machen die Maus aus dem Bild. Oh ja. Ich bin noch nie Jetski gefahren, aber es heißt, das soll cool und gefährlich sein. Die sind gerade den Wasserfall heruntergesprungen. Let's go. Ich will dabei sein. Wir kriegen unser allerbeliebtestes Lieblings-Offroad-Auto von allen. Das, was ich zumindest immer in den Offroad-Rennen benutze. Ja. Nicht in den Querfeld-Einrennen, in den Offroad-Rennen, in diesen orangenen. Wie genau die heißen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir starten direkt rein, Leute. Schaurennen. Let's go. Okay, die fahren hier unten im Wasser.
Die fahren über dem Wasser. Die fliegen über die Fahrbahn von mir. Die sind gerade über eine Brücke gesprungen, gell? Ah, hier sind sie wieder. Was geht? Boah, das ist schon irgendwie episch auch zum Zugucken für mich. Da sind sie wieder. Moin, Freunde. Guck mal, ich bin auch so schnell wie ihr. Oh, die springen da einfach mit mir. Ich liebe Schaurennen. Die sind ja sowas von episch. Ich bin gerade über einen 10 Meter hohen Wasserfall gesprungen. Nach unten. Leute, ich bin viel zu schnell. Das ist mir egal. Das muss episch aussehen. Also Tod und Explosion sind dabei. Hui. Ich glaube, der hat das mit seinem Kopf weggehauen. Sah schmerzhaft aus. Da sind sie wieder rechts am Springen. Ihr müsst wirklich auf den Hintergrund und überall hingucken. Sonst seht ihr das gar nicht. Da ist er gelandet und unter mir fährt einer durch. Oh, und vor mir auch. Boah, wäre ich schneller gewesen, wäre ich hätte umgefahren. Boah, ist das genau abgepasst alles. Das ist ja perfekt. Oh, jetzt fahre ich mit denen durchs Wasser. Guten Tag, ich muss wieder los. Ich sehe nichts. Da sind die Bäume im Weg. Oh, das ist episch, doch. Das ist sehr episch. Hier geht es noch rechts lang. Da sind sie wieder. Ey, das ist so genial gemacht. Ich weiß, diese 100 Euro. Falls ihr Geld übrig habt, Leute, 100 Euro hier. Und ihr habt sehr gut investiertes Geld. Hier würde ich doch bevorzugt außen zu fahren, anstatt mitten durch die Bäume. Und da unten sind sie. Ey, das ist so cool zum Zugucken. Es muss wieder irgendwas Episches kommen. Ich werde letzter, weil ich bin gerade falsch gefahren. Ich bin einfach falsch gefahren, nicht Profi. Oh yes, da gibt's noch einen Sprung und der Virenbedrohungsschutz von Windows. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann doch nicht letzter werden. Oh, ich bin erster geworden. Yeah. Und das sieht echt episch aus, muss ich schon sagen. So was würde ich den ganzen Tag machen. Es waren nur zwei Fahrer. Achso, die Wasserfahrzeuge zählen vielleicht als eine Gruppe oder so. Keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Bam, bam, boo, boo. Bam, bam, boo, boo. Bam, bam, boo, boo. Und dafür gibt es doch bestimmt einen Wheelspin, oder? Jo, das nehme ich auch. Dafür gibt es einen Wheelspin. Und was bekommen wir im Wheelspin? Komm, 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 komm. Ich bin gerade total, das ist super cool. Boah, ich will das da unten haben. Was war das? Was ist das? Wer auch immer weiß, was das genau für ein Auto ist, schreibt es in die Kommentare. Was? Das sieht ja voll cool aus. Das hat drei Reifen. Das gibt's in Mario Kart 8 im Übrigen auch. Aber was genau das ist, von welcher Marke, ich weiß nicht. Da steht nur Wheeler. Ich konnte den Namen jetzt nicht lesen. Aber das war episch. Das war episch. Ihr müsst zugeben, das war episch. Ja. Yeah. So, ich sehe gerade, wir haben noch Zeit. Oh, neues Kapitel. Oh, Publikumspreis. Ja, sehr schön. Diese Abenteuer sehen fantastisch aus. Gut, dass ich keins wählen muss. Ja, dann gibt's jetzt sogar noch einen Monster Truck hinten rein. Leute, das ist die epischste Folge von allen. Ich glaube, so nenne ich den Titel auch. Das ist das Schaurennen, das ich schon immer mal machen wollte. Wir sehen uns da. Ja, wir sehen uns da. Wie viele Kilometer sind das? Wellenbrechern. 17. Leute? An der Stelle gibt es dann einen Schnitt, wenn es euch recht ist. Ich weiß nicht, ob ihr zugucken wollt, wie ich 17 Kilometer in Game fahre. Dementsprechend, bis gleich. Und da sind wir wieder, Leute. Nach einigen Strapazen mit dem Königseck bin ich den Berg irgendwie doch lebend hochgekommen. An was das lag? Oh Gott, weiß ich auch nicht. Bremst doch! Ja. Hier haben wir das letzte Mal unser Vulkan-Ding aufgestellt. Diesmal ein Schaurennen gegen den Monster Truck. Leute, wir haben heute noch ein Schaurennen.
Das wird heute echt episch. Also, da muss ich mal hier von meiner Seite aus meinen besten Freund Peter herholen. Sehr geehrter Peter, vielen Dank. Die Maus aus... Oh mein Gott, was ich will das haben. Aber, ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen schneller ist als ich, vor allen Dingen Offroad. Weil das ist ein Offroad-Auto, das hat Reifen, die sind größer als ich. Oh, ich habe aber auch eins. Sieht richtig gut aus, Leute. Also tausendmal besser als das, was ihr jetzt in der Vorschau gesehen habt. Klar. Wieso kriege ich nur so ein lames Auto, Mann? Okay, du gegen ein paar monstermäßige Trucks. Das wird genial. Bin ich mir sicher. Let's go. Das sieht jetzt schon episch aus. Das hat noch gar nicht richtig angefangen. Ich weiß nur, dass Monster Trucks extrem schwer zum Fahren sind und dem Fahrer höchste Konzentration rauben. Der ist einfach doppelt so groß wie ich. Oh mein Gott. Wir springen einfach, klar. Ich bin, glaube ich, noch nie so weit in dem Game gesprungen. Au. Also in echt wäre da jetzt 10-mal die Achse durchgebrochen oder so. Ich glaube, das ganze Auto wäre eigentlich nur eine Scheibe. Wir könnten das Ganze ja mal in BeamNG testen. Boah, du bist so ein... Boah, unfair. Der ist von Hot Wheels. Leute, den will ich. Steht Hot Wheels drauf. Springt man eigentlich nur in dem Game? Ha, ich bin schneller als du. Bitte unter der Brücke durch, nicht drüber. Wenn du da hängen bleibst, vorbei. Sei halt... Klar, verlass die Strecke. Lass mich allein zurück mit der Riesenmasse an Menschen. Boah, Flugzeug. Ich glaube nicht, dass wir das noch reißen können. Aber da es ein Schaurennen ist, glaube ich, gewinnt man immer. Weil ich bin Monster Truck, ich darf Offroad fahren. Da ist er auch schon, unser Hansi. Ja klar, mach halt zwei draus. Oh, ich habe ihn überholt. Wir müssen ja nur ungefähr diese Kontrollpunkte treffen. Der Rest ist ja egal. Was ist denn der auf einmal immer so schnell? Als hätte er hier so... Speedness, sonst was. Er hat die Lampe umgefahren. Oh mein Gott. Sieht das echt, das ist so episch. Das ist das Grundprinzip des Spiels. Die Rennen und das Gameplay ist okay, aber die Inszenierung ist so wahnsinnig. Das Einzige, was mich jetzt noch an dem Spiel stört, ist die allseits beliebte Steuerung. Das wird nix. Sag ich euch jetzt schon, weil ich nicht genau wusste, wo ich lang muss. Jo, der macht ja aber jedes Mal langsam, dass ich mich hier schön umgucken kann. Das war wieder ein ultimativer Sprung. Da sind schön die Punkte mit drin. Die fahren langsamer, ich hab's genau gesehen. Ich glaube, das Ganze ist einfach nur ein gescripteter Quatsch. Yo! Hör auf anzugeben, nur weil ich das mit dem Controller nicht hinkriege, ganz ehrlich. Leute, das ist... Ich habe gerade all meine Punkte verloren, weil ich den Monster Truck berührt habe. Was heißt tolle Preise? Ich gebe alles! Komm schon! Zieh! Ey, das war aber... Das ist safe wieder gescriptet gewesen, aber das war so knapp! So knapp! So, seht ihr das? Diesen Abstand! So knapp war das und ich hätte verloren. Aber ich bin halt einfach ein Profi.
klar, hä? Ich schaffe immer alles. Ich habe deine Belohnung nach einer Horizon-Premiere vorbereitet. Wie wär's mit einer Siegesrolle? Ja, hätte ich nichts gegen. Fänd ich gut. Okay, was muss ich machen? Okay, kurzer Schnitt. Es tut mir leid. Ich glaube, ich muss hier die Pins umfahren. Alle Pins? Das ist so schwer zu fahren, dieses Ding. Ja, es springt. Und zwar an den Pins vorbei. Okay, das ist grauenhaft. Da vorne sind viele Pins. Das ist die schlimmste Steuerung, die ich je hatte. Ich will das größte Auto, glaube ich, gar nicht. Das hat die schwammigste Steuerung von allen. Ich lenke volle Kanne nach rechts. Oh. Na, die nehme ich noch mit. Wieso treffe ich die eigentlich nie? Das ist voll unfair. Mir fehlen noch zwei Pins. Komm schon. Ich hab die zwei. Donuts, ihr wolltet Donuts, hallo. Toll. Ultimativen Sprung. Klasse. Also eigentlich nicht. Aber die nehmen wir noch mit hier. Um dann hier runter zu fallen. Und ey, das ist die schwammigste Steuerung der Welt. Meine Sprungfähigkeiten soll ich hier unter Beweis stellen, ja. Ich merke, wie ich das tue. Irgendwie gar nicht. Aber das ist ein ultimativer cooler Sprung. Nee, das war kein ultimativer Sprung laut Anzeige. Egal, wir nehmen noch ein paar Pins mit. Was? Finde und zerstöre den bösen versteckten Kaktus. Ich habe noch 4 Sekunden für einen Kaktus. Okay. Irgendwie war das dann doch nicht mehr so ganz mit dem Kaktus. Aber wir haben es geschafft, wir sind Erster. Passt. Gibt's noch eine Szene? Nee, irgendwie nicht. Es hat geklappt. Unglaublich, dass das geklappt hat. Ich bin auch ein Profi, ich kann das. Gibt's das einen Wheelspin? Ich jage auch ein Monster. Du bist ein Monster, das können wir jetzt alles sagen, ey. In diesem Mini-Tipp-Sieg. Komm. Nein, uns fehlen noch 3000 Punkte. Aber das ist nicht so schlimm. Die holen wir dann auf jeden Fall in der nächsten epischen Folge. Oh mein Gott, das war bisher die epischste Folge von allen. Und wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, Leute.